gut aus. Wie habe ich das geschafft? Moment, erst einmal Jo Leute, wie habe ich das jetzt geschafft, dass ich zu ziemlich 99% bei dem Loch rausgekommen bin, innen, was ich angezeichnet bzw. kurz vorgebohrt habe, durch diesen Halter durch. Ganz einfach, ich habe mal einen kleinen Bohrwinkel gemacht. Der wird einfach in der Ecke aufgelegt. So. Dann habe ich einen Strich drauf gemacht. Eben durch die breite Auflagefläche ist er ja dann auch schon gerade. Also, dass ich die Bohrmaschine nicht so schräg halt. Und durch diese Linie hier, da habe ich den Bohrer mehr oder weniger exakt aufliegen lassen. Ja, und so habe ich wunderbar in die Ecke gebohrt. Ich weiß gar nicht, was die haben da in manchen Foren, dass die da hier einen riesen Aufriss betreiben mit was weiß ich wie viel Vorbohrern vorbohren. Ich habe jetzt da bloß mit einem Dreier die Löcher sozusagen angekörnt. Ja, und jetzt halt mit einem 7er bohren und dann fahre ich nochmal mit einem 9er durch und dann muss gut sein. Dann kommen die Winkel rein, werden festgezogen und fertig. Ja, aber nichtsdestotrotz muss ich da hinten trotzdem noch den Kleber rauspopeln. Ja, ist übrigens ein neuer Tag. Ich habe gestern Abend nicht mehr viel geschafft. Musste auf den Enkel aufpassen. Hilft nichts. Ich baue jetzt alle Löcher rein und dann schrauben wir die Füße hin. Ja, oder so ähnlich. Das erste Beinchen wäre dran. Ich glaube, die Platten verschraube ich dann durch die Löcher auch noch zusätzlich. Gibt na, auf alle Fälle genügend geile Stabilität. Und ja, dann fräse ich mal die anderen Ecken unten aus, dass die Bleche überall neu passen. Jetzt ist es soweit, dass die Grafikkarte halt noch mal kurz rauskommt. Also, er steht jetzt auf eigenen Füßen. Und ich wollte wirklich nicht, dass er hinten höher steht als vorne. Deswegen habe ich die Füße gleich hoch gemacht. Genau. Innen habe ich angefangen, die Bleche komplett festzuschrauben. Wahrscheinlich total überflüssig, aber ich mache es trotzdem. Wenn schon so schöne Löcher da sind, dann wollen die gestopft werden. Tja, und für hier hinten drin, ja, die habe ich nicht einmal ganz vorbauen können, weil hier das Gehäuse ja im Weg ist, lade ich mir hier gerade den kleinen IXO. Das schraube ich jetzt alles fest. Also noch die hinteren Teile. Puh. Und dann gucken wir mal, wo wir weitermachen. Mhm. Die Würfel sind gefallen. War das nicht Terrarum Emanum Est oder irgendwie sowas laut Asterix-Hefte? Ja, keine Ahnung. Egal. Ich habe alle Schrauben drin. Und ja, mit was mache ich weiter? Mit den Netzteilen. Die sind ja auch da. Die kann ich ja jetzt auch verbauen. Ich habe sie schon positioniert. Jo, Grafikkarte ist auch wieder drin. Und die Netzteile kommen jetzt hier so hin. Und ja, warum nicht liegend? Ganz einfach, ich habe dann hier noch schön Platz für die 220 Volt Versorgung. Und die Netzteile kommen hier eben so leicht versetzt rein, dass ich von der Seite noch zum Schrauben hinkomme. Jetzt werde ich sie erstmal festschrauben und dann geht es weiter. Tja Leute, ich stehe hier jetzt und probiere für mich die beste Position für die Flipper-Buttons zu finden. Ja, so dass man hinterher dann nicht relativ schnell mein Handgelenk wehtut. Weil zu tief ist nichts, zu hoch ist nichts und ja. Jetzt bin ich gerade auf einer ganz anderen Position wie das erste Mal. Da bin ich so dran gestanden. Aber wie stehe ich dann dran? So. Wahrscheinlich so. Ja.
Daumen liegen hier oder hier. Ne, dann muss ich ein größeres Blatt nehmen. Also alles nicht so einfach. So, das simuliert mir ungefähr die Scheibe dann. Na, bleib oben. Sausack. Wie magst du nicht? Mal was drunter. So. Ja. Ich markiere mir das beidseitig. Und den besten Punkt oder ja, den Mittelwert werde ich dann nehmen, aber so sieht es schon ganz gut aus. Ich bin wieder hier an derselben Stelle. Ja. Bin ich definitiv an derselben Stelle. Dann messe ich mir jetzt die Position raus, markiere die, dann kommen die Flipper-Buttons rein, die zwei zum Permanent-Spielen und dann MagnaSafe oder wie das heißt, also für die zusätzlichen kommen dann noch ein bisschen versetzt dann die gelben rein. So machen wir das jetzt. So Freunde, ich werde das jetzt für heute gut sein lassen, auch für dieses Video. Ich muss mir jetzt erst einmal an 28er, nee, was habe ich ausgemessen? Doch, ein 28er. Ich muss mir erst einmal an 28er Locher, also sprich an Forstnerbohrer organisieren. Ich habe bloß 25 oder 30er und beim 30er ist mir das Ganze viel zu wackelig. Schau mal, dass ich einen herkriege auf die Schnelle, dass ich dann, na, hier habe ich es schon vorgebohrt und der andere kommt dann irgendwo hier in dem Bereich hin. Ja, dass ich die Löcher machen kann. Für die Kanäle zum Zurechtschneiden fehlt mir jetzt die Kappsäge. Ja, da habe ich heute einfach auch keine Lust mehr. Ich hoffe, dass das der David morgen vorbeibringt, dass ich die Kabelkanäle mal zurechtschneiden kann. Ja, und dann würde ich sagen, im nächsten Video höchstwahrscheinlich die Flipper-Buttons, Kabelkanäle und weiter verkabeln, weil die Netzteile, ja, sieht man das so, jawohl, sind ja hier auch schon drin. Tja, das war's dann mit dieser Folge. Leute, wir sehen uns in der nächsten. Ciao, Kowski.